Ja, nächster Morgen. Eine schreckliche Nacht war das. Ohne Xirlin an meiner Seite. Bin ich nicht gewohnt. Also das ist schon, glaube ich, ewig her, dass wir zusammen nebeneinander gelegen sind. Die Hunde sind ein bisschen so, wo ist sie? Oh, merkt man so ein bisschen. Haben aber alles gut soweit. Ich war gerade mit dem draußen. Ich habe gerade noch geduscht. Und Xirlin hat auch gerade schon mich angerufen gehabt, hat gesagt, dass sich leider noch nichts getan hat. Und ja, genau, ich werde jetzt dann da hinfahren, beziehungsweise ich werde jetzt ganz kurz zum Bäcker fahren, mir was beim Bäcker holen. Sie wollte nur eine Brezel. Und einen Kaffee hole ich mir noch. Aber ich konnte echt sehr, sehr schlecht schlafen irgendwie. Ich bin ständig wach geworden und ich hatte immer geträumt, dass es schon 7 Uhr wäre. Ich hab immer auf die Uhr geguckt irgendwie. Wir haben jetzt noch gar nicht 7. Also wir haben schon fast, ja, schon 8:30 Uhr fast. Und irgendwie aus irgendeinem Grund war mir die 7 wichtig im Traum. Keine Ahnung. Immer wieder auf die 7 geschaut. Immer wieder. Dann bin ich aufgewacht. Dann habe ich tatsächlich auf die Uhr geguckt. Und dann bin ich wieder eingeschlafen. Habe dann im Traum irgendwie wieder ein paar Mal auf die Uhr geguckt. Und ich konnte dann gar nicht mehr unterscheiden, ob ich schlafe oder wach bin. Das war ganz, ganz komisch war das alles. Naja, auf jeden Fall. Ja, genau. Ansonsten konnte ich jetzt zum Schluss hin ganz gut schlafen. Und ja, ich bin aber trotzdem müde. Irgendwie. Und ja, ich mache mich jetzt auf den Weg und schauen wir mal, was da heute so geht. Also, bis dann.